Wochenhoroskop Krebs, Löwe, Jungfrau vom 17. bis 23.10.2022. Wochenhoroskop Krebs. Liebe und Partnerschaft. Sie bestechen momentan durch eine unglaubliche Strahlkraft und haben deshalb bei neuen Bekanntschaften schon fast die Qual der Wahl. Falls Sie noch Single sind, werden Sie jetzt viel Spaß haben. Falls nicht, können Sie Ihre Verführungskünste mal wieder Ihrem Partner zugutekommen lassen. Gesundheit und Wellness. Ihr Körper fordert Ruhe und sendet eindeutige Signale, doch Sie ignorieren diese einfach standhaft. Das ist nicht gut für Ihre Gesundheit. Deshalb sollten Sie dringend lernen, mehr Rücksicht auf sich selbst zu nehmen. Beruf und Karriere. Sie können im Moment ohne große Anstrengung beträchtliche berufliche Erfolge einfahren. Die Sterne stehen dafür einfach hervorragend. Single und Flirt. Ihr Leben wird zurzeit sehr von der Routine bestimmt. Arbeit und Freizeit bieten nicht viel Abwechslung. Zeit, um mal wieder unter Menschen zu gehen, denn die Chancen für die große Liebe zu treffen sind durchaus hoch im Moment. Geld und Finanzen. Wichtig ist jetzt, dass man für die Realisierung von finanziellen Dingen behutsam vorgeht. Finanziell steht es recht gut, denn die Sterne greifen Ihnen unter die Arme. Aber nicht leichtsinnig werden und das Geld ausgeben, noch ehe es überhaupt auf dem Konto ist. Teenager und Kind. Die Zeit an der Schule kann im Moment durchaus als cool bezeichnet werden. Man genießt sein Leben als Teenager und freut sich einfach auf jeden neuen Tag. So könnte es weitergehen. Mutter und Hausfrau. Sie wollen ihren Weg gehen und nicht daran gehindert werden. Was die anderen denken, kümmert sie heute weniger als sonst. Übertreiben sie es aber nicht, denn vor allem Kinder fühlen sich dann schnell vernachlässigt. Wochenhoroskop Löwe vom 17. bis 23.10.2022. Liebe und Partnerschaft. Mehr Leidenschaft als Sie kann momentan kein Mensch aufbringen. Sie sind einfach nicht zu bremsen und entfachen in Ihrer Partnerschaft einen Sturm, gegen den selbst ein Wirbelwind alt aussieht. Man fragt sich da schon, woher Sie diese ganze Energie nehmen, aber schließlich sind Sie ja auch sehr verliebt und selig in Ihrer Zweisamkeit. Gesundheit und Wellness. Sie sind momentan sehr belastbar und aufnahmefähig. Nutzen Sie das, um sich zu behaupten und um Ihr Wissen zu erweitern. Bei der Arbeit könnte übrigens etwas mehr Ehrgeiz nicht schaden. Beruf und Karriere. Dies ist der ideale Zeitpunkt für Sie, um neue Verträge oder Geschäfte abzuschließen. Die Sterne stehen äußerst günstig dafür. Single und Flirt. Die Liebe ist kein Spiel, das schon nach einem Versuch vorbei ist. Man darf sich auch von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen und muss weiter positiv denken. Schneller als man denkt, werden sich dann die Wünsche und Sehnsüchte erfüllen. Geld und Finanzen. Die Früchte des Erfolgs zu ernten, bereitet Ihnen unglaubliches Vergnügen. Das haben Sie sich auch redlich verdient. Wer so gekonnt wie Sie Geldgeschäfte abwickelt, der steht letzten Endes auf der höchsten Stelle des Siegerpodestes. Doch man sollte nicht abheben und die Realität weiter fest im Blick haben. Teenager und Kind. Wenn du etwas Neues lernst, muss der Lehrstoff so strukturiert sein, dass er für dich verständlich wird. Das soll absolut nicht bedeuten, dass du nicht klug bist. Für dich müssen Gedanken nur sehr gut geordnet sein, dann verstehst du sie mühelos. Mutter und Hausfrau. Die Klarheit im Denken, über die sie jetzt verfügen, hilft ihnen im Moment, schwierige Gespräche oder andere Aufgaben innerhalb der Familie zu erledigen. Richtlinien und Grundsätze sind ihnen wichtiger als üblich. Und das machen Sie als Mutter auch unmissverständlich klar. Wochenhoroskop Jungfrau vom 17. bis 23.10.2022. Liebe und Partnerschaft. Sie sind zurzeit in Ihrem Handeln sehr vernunftbetont und deshalb sind Ihnen im Moment Routine und Rituale wichtiger als große Gefühle und Leidenschaft. Dabei sollten Sie jedoch bedenken,
dass die Liebe genau von diesen Dingen am Leben erhalten wird. Gesundheit und Wellness. Schon der kleinste Windstoß kann sie im Moment umwerfen, denn sie sind kraftlos und ausgelaugt und brauchen einfach dringend eine Auszeit. Nutzen Sie die Zeit und genießen Sie mal wieder die Natur und die angenehmen Seiten des Lebens. Beruf und Karriere. Sie haben eine harte Zeit in Ihrem Job hinter sich. Jetzt wird es glücklicherweise wieder ruhiger und Sie bekommen sogar auch mal ein Lob von Ihrem Chef. Single und Flirt. Alles, was Sie jetzt planen und anpacken, kann von Erfolg gekrönt sein. Man muss nur den nötigen Mut zeigen und sich nicht von seinem Weg abbringen lassen. Auch in Sachen Romantik stehen einige schöne Erlebnisse bevor. Geld und Finanzen. Bei wichtigen Entscheidungen sollten Sie ein bisschen vorsichtig sein. Lassen Sie sich vor allen Dingen nicht von anderen dreinreden und ganz besonders dann nicht, wenn es um Ihr Geld geht. Teenager und Kind. Man sollte aus den Erfahrungen des Lebens das Beste machen. Es hilft nicht viel, wenn man nach einer Niederlage den Kopf in den Sand steckt. Als Teenager brechen viele Erfahrungen über einen herein und die muss man einfach positiv sehen. Also Kopf hoch und durch, denn so schlimm wird es nicht werden. Mutter und Hausfrau. Alles scheint reibungslos zu funktionieren. Schwierigkeiten lösen sich praktisch von selbst, sobald Sie diese angehen. Leider wird es nicht immer so sein, weshalb Sie diese Zeit richtig genießen sollten. Mutter sein kann im Moment auch mal etwas Leichtes sein.